Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quarien-Video. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie ich die Aufgabe Blätter zählen mit Java Kara löse. Von der Aufgabenstellung her ist recht einfach. Kara geht vorwärts bis zum Baum, sammelt alle Blätter ein und legt dann all die Blätter wieder hier schön geordnet vor dem Baum hin. Ich löse solche Aufgaben gerne in mehreren Teilschritten. Der erste Teilschritt wäre, dass Kara vorwärts geht bis zum Baum. Das haben wir schon im allerersten Programm gelöst. Entsprechend habe ich das auch hier schon mal vorbereitet. Also ich habe eine Welt, ich habe hier mein Programm, das heißt nun Order Leaves und ist in der Datei orderleaves.java gespeichert. Auch die Welt habe ich mir hier mal zusammengestellt und gespeichert als Leaves World. Somit bin ich startbereit. Nun, der nächste Schritt besteht darin, dass Kara, wenn er auf einem Blatt steht, dieses aufnehmen soll. Ich habe das schon mal offscreen vorbereitet. Das ist hier diese Bedingung Kara onLeaf. onLeaf ist eine Methode des Kara-Objekts, das prüft, ob ein Blatt auf dem Feld liegt. Wenn ja, gibt es true zurück, sonst false. Und er soll dann das Blatt hier entfernen. Speichern, kompilieren, scheint zu funktionieren. Probieren wir es aus. Ja, und ich sehe sehr schön, Kara entfernt alle Blätter. Ich lade meine Welt wieder. Damit ich später die richtige Anzahl Blätter ablegen kann, muss ich natürlich zählen, wie viele Blätter ich eingesammelt habe. Deshalb brauche ich eine Variable. Ich nenne die CountLeaves, initialisiere sie mit 0. Und immer wenn ich ein Blatt entferne, erhöhe ich diesen Zähler CountLeaves um 1. Nun möchte ich am Schluss der Iteration anzeigen, wie viele Blätter das ich aufgenommen habe. Dazu verwende ich das Tools-Objekt, das mir Java Kara bereitstellt. Und über die Methode showMessage gebe ich meine Variable hier aus. Jetzt kriege ich hier beim Kompilieren einen Fehler. Incompatible types inode cannot be converted to string. Das liegt daran, dass diese Methode showMessage, die erwartet einen String aus einem Text. Ich habe ihr aber eine Zahlenvariable gegeben. Jetzt gibt es hier in Java einen ganz einfachen Trick. Man stellt einfach einen leeren String davor. Sehen, jetzt kompiliert es auch korrekt. Drehen wir das Tempo ein bisschen hoch. Und wir sehen jetzt, 4 Blätter wurden eingesammelt. Ja, jetzt möchte ich noch den Teil lösen, wo ich die Blätter dann wieder ablege. Ich brauche hier eine Iteration. Und so sage ich, solange dieser Blätterzähler größer als 0 ist, ein Blatt ablegen. Und anschließend den Zähler um 1 reduzieren. Und zuletzt einen Schritt vorwärts gehen. Auch das habe ich mal kurz offline vorbereitet.
Ja, so sieht es ein bisschen hübscher aus. Wie gesagt, der Editor, der spuckt bei mir ziemlich. Falls Sie das gleiche Problem haben, eine Möglichkeit ist, Sie nehmen einfach irgendeinen beliebigen Texteditor, wie ich es hier mit Notepad++ mache, schreiben es da und kopieren Sie jeweils hier rein. Ja, ich habe jetzt die Welt wieder neu geladen, möchte mein Programm austesten. Ich sehe hier, er hat richtig gezählt. Aber jetzt beim Ablegen der Blätter geschieht ein Fehler. Liegt daran, dass ich vergessen habe, Kara umzudrehen. Glücklich, also das Ganze noch einmal, Welt laden, Programm ausführen und ich sehe jetzt hier schön meine vier geordneten Blätter. Ich kann auch mal schauen, was geschieht, wenn zum Beispiel nur zwei Blätter da liegen. Ja, also mein Programm erfolgreich geschrieben, getestet. Das war's für diese Aufgabe. Bei Fragen kontaktieren Sie mich und sonst viel Spaß beim Programmieren.